Ja, geht er in die Schreibstube bzw. in die Kommandantur, wo du gerade eben rausgegangen bist, und weist dir dann so einen Schreibtisch aus maraskanischem Holz, legt dann noch Zettel und Tintenfass mit Feder zu und stellt sich dann vor diesen Stuhl. Sag mal, was muss man denn eigentlich tun, um so eine tolle Rüstung zu bekommen? Er schaut mal Richtung Oskos Vollpanzer. Dichafax beweisen. Ach Scheiße, das wird wohl noch eine lang dauern. Na gut, vielleicht bin ich am ersten Schritt hier. Was jetzt? Lass dich nach Jägern versetzen. So, Jägern? setz dich Setz hin. dich hin. Rodrigo, setz dich, alles klar. Feder, Tinte. Wartet Ja, darauf, warte dass du darauf, dass er. eintunkst. Nimmt das Pergament, legt es vor sich hin, tunkt aber die Feder in das Tintenfass, streift die Feder zwei, dreimal ab und schau ihn an, was er geschrieben. Xeran, du dicker Wanst. Ist klar. Er schreibt das jetzt auch in kusseliger Zeichen. Mit Doppel-A. Doppel A, ist klar, ja, mach ich. Xeran, du dicker Wanst. Das Sehr Metall sweet, Junge. gehört Hafax. Und er gibt es dem, der es verdient. Du schickst mir Scharlachkraut und ich dir einen Attentäter. Ich werde dich in dünne Scheibchen schneiden und verfüttern. Jol Gurmak wird von deinem Verrat ebenso erfahren. Ja, Hast du? habe ich. Okay, und dann schreibst du drunter Perdido. Sauber, so dass man es lesen kann. Und Perdido setzt dann sein Zeichen selbst drunter. Alles klar. Perdido. Schreibt das erstmal mit langem I. Was? Keine Ahnung. Nein, ich sagte gerade, Aurelio schreibt es einfach fälschlicherweise direkt mit langem I anstatt, ja, So, richtig so. puste drüber und lass es dann liegen. Ja. Alles klar. Rest von einer Luft und lässt es einfach da liegen. Ja, einfach da ist. Was tust du? Ich habe draußen jetzt noch vor der Küche gewartet. Ja, und ich weiß nicht, wie lange das jetzt mit Aurelio dauert. Ansonsten, wenn der da mehr als 2 Minuten braucht, würde ich zum Essen reingehen. Ansonsten ihn gleich abfangen und mitnehmen. Ja, also du hattest kurz gewartet, hast dann gesehen, wie Aurelio in der Schmiede verschwunden ist, dann kurz in der Kaserne, hat er kurz irgendwas mit Osko geredet. Und gerade als du dann die Tür zur Küche aufmachen willst, kannst du sehen, wie Aurelio wieder rauskommt. Neben ihm Osko. Ah! Ich wink Aurelio zu. Bruder! Ah, Bruder. Lass doch Essen geben. Ja. Soll's hier wohl, keine Ahnung. Schüttelt den Kopf zu den Achseln und kommt auf dich zu. Dann lass mal gucken. Hast du irgendwas rausgefunden? Nicht wirklich. Im Moment nicht. Also ich Auch habe nicht. nicht. Die eine Holzkiste da hinten und bei den Sklaven, die sieht nicht gefüllt mit irgendwie Metall oder so, glaube ich. Keine Ahnung. Könnten auch Fesseln sein. Also im Stall ist gar nichts los. Um Tiere wird sich nicht gekümmert, da ist auch niemand. Also, was man Versteck braucht, wäre das da sicher möglich. Die haben da auch einen Heuspeicher. Verstecken will sich doch hier keiner. Nur die Nee, Maden ich verstecken meine. sich. Nur die Maden verstecken sich. Los, komm, wir gehen was essen. Ja, die Tür geht auf, ihr schaut herein, auch wieder hier der leckere Geruch, der euch entgegenströmt. Und als ihr dann in der Tür steht und euch dann auch irgendwie neben den anderen niederlasst, guckt euch der Koch an, öffnet eins der Fässer, der Holzfässer mit diesem Salzkrustenrand, zieht dann einmal die Augenbrauen hoch, alles klar, wartet ein bisschen, dauert. Und Dann schaut dann, mal so bei den anderen auf den Tellern, du, was sie so essen. ja, Fleisch. Und Also schmeckt's? undefinierbar, schön braune Soße, noch irgendwie ein paar maraskanische Kräuter. Und als du dich dann niedersetzt, kannst du sehen, wie der Koch wohl Hey, gerade. mal klopfen Alrik auf die Schulter. Alrik, schmeckt's? Ist es gut? Super, super, Wonach sagt die schmeckt dabei ins das? Gesicht. Fleisch, ist doch egal. Besser als deine Kocherei. Schmeckt nach Hühnchen. Ja, Aurelio setzt sich dann mit dem Rücken zum Koch hin und Evadaio steht noch so ein bisschen planlos in der Gegend herum, beziehungsweise nicht Evadaio, sondern. Ja, Lakin, ne? Als du dann zum Koch guckst, kannst du sehen, wie der seine Hand gerade aus dem Salzfass nach oben zieht und du siehst, wie er eine abgeschlagene menschliche Hand, deinen Arm nach oben zieht und dann mit einem Fleischerbeil einmal die Handgelenke abschlägt und sie dann in kleine Scheibchen schneidet und das Fleisch dann in die Pfanne tut. Ich gehe mal noch weiter vor, so ein bisschen vorsehen.
Wen kochst du denn da für uns? Keine Ahnung, die haben keinen Namen. Ah, von den Sklaven aus Amin oder was? Selbstbeherrschungsproben von euch allen. Und zwar erschwert um 5 für Ephadaios zusätzlich um Gerechtigkeitswahn. Also, Selbstbeherrschungsproben erschwert um 5, um jetzt nicht zu kotzen, wenn man das so sieht? Für dich ist sie meinetwegen nur erschwert um 3, aber die anderen haben auf alle Fälle schon was davon gegessen. Also, ich habe keinen Gerechtigkeitswahn, ne? Hast du nicht? Was? Nee. War das nicht eingetragen oder so? Nee, was ich aber hab, was wir da nutzen könnten, ist mein Essensgebot, mein Speisegebot. Das ist ja aber nur, dass du es nicht essen sollst. Ich dachte, ich hätte bei dir gesehen, dass du Gerechtigkeitswahn hast. Ah, sorry, du hast recht. Entschuldigung. Alles klar. Du hast recht. Puh! Sind die spuckt dein Fleisch wieder aus. Ja, du pulst noch ein bisschen in deinen Zähnen herum, wenn du das ausspuckst, und kannst auch noch so 2-3 schwarze Härchen aus deinem Mund herausziehen. Ja, das stürmt raus, hat schon die Hand vorm Mund, und ihr seht, da kommt was hoch. Draußen übergibt er sich erstmal neben die Kiste. Verdammte Frischlinge. Ich weiß nicht, wie der es dem Unteroffizier geschafft hat. Ich glaube, mir ist auch schlecht. Ich muss mal simuliert und Rico oder gesagt Aurelio und stimmt nach draußen, stimmt irgendwie hinten hin und macht sozusagen, wenn der sich nach hinten hin beugt, also hier in diese Richtung hin beugt, Geräusche und tritt dann ein bisschen den Dreck mit dem Fuß, als wenn er so darüber schaufeln würde. Macht er so. Ja, auf alle Fälle kommt Lolgrim dann an euch heran, Lolgrim Spichbrecher. Und er schreit dann auch ziemlich wütend über den Platz. Was soll der Scheiß? Was? Ich dachte, ich muss kotzen, aber war doch nicht der Fall. Ich hasse diesen Geschmack. Das ging den allen so. Gewöhnt euch dran. Da sind das die, die an dieser Seuche da erkrankt sind, oder was? Ist nicht ansteckend. Okay. Boah, ich fühle mich matt. Ich glaube, ich werde mich gleich mal hinlegen, wenn der Feldwebel sagt, es geht okay. Und wenn dann draußen das Geschrei losgeht, bewege ich mich auch mal nach draußen. Einen Scheiß machst du. Du nimmst dir jetzt eine Schaufel und schaufelst ein Loch. Ein Loch? Wohin? Und wo ein Schaufeln? Zwischen Kaserne und Schmiede, da ungefähr. Er deutet mit der Hand, mit seinem Plattenpanzer und Schuhe einfach grob in die Richtung zwischen dazwischen. Du schaufelst ein Loch und dann bringst du gemeinsam mit den Sklaven die ganzen Knochen da rein. Alles klar. Du machst das selber. Was selber? Das Loch? Ja. Das Loch schaufeln. Ja, das habe ich verstanden. Steht da auch Ephadaios an. Wo sind denn die Schaufeln? Die Schaufeln? Einen Moment. Und dann deutet er auf die Kiste, auf der du vorhin schon saßt, die graue Kiste. Da sind Schaufeln und Spitzhacken drin. Ja, wir in der Kiste? Ei. Fragt ihr noch auf die Entfernung, alles klar. Was ist denn in den Kisten? Ach, da sind eure Vorräte drin, ich verstehe, alles klar. Ich gehe da mal meine Schaufel holen. Scheint Rodrigo erstmal zu sagen, um möglichst den Mann nicht zu provozieren. Beweg deinen Arsch. Und ich soll ihm helfen? Oder? Natürlich. Alles klar. Und ich renne hinterher. Ja, dann kommt dann raus, vermutlich gerade, als sie weggehen. Wirft einen, was geht denn hier vor sich, Blick um. Sieht dann Lolgrim. Nickt ihm kurz zu, steckt sich auf die Brust und ja, geht wieder rein. Dann schaut man so zu Ephadaios. Scheiße, ja. Ich hasse Löcher buddeln. Macht die Kiste irgendwie unsanft auf und schaut sich mal um, was da drin ist. Ja, das, was angesagt wurde, Spitzhacken und Schaufeln. Eher für die Mine, aber die reichen eben auch, um hier ein Loch zu buddeln. Ja, man schnappt sich die Schaufel und geht dann jetzt hier zu der Sklavenbaracke. Du, mitkommen. Du, mitkommen, holt sich zweimal drei Leute, hat aber nur eine Schaufel dabei.
und ja. Also einfach daraus nimmt sie auch eine Schaufel und nee, ich besser, ich nehme eine Spitzhacke. Ja. Er nimmt sich nur 5 Leute mit. Hm. Ja, während ihr beide beschäftigt seid, kann Wascher oben auf dem Berg sehen, wie sich die Elfe dann von Perdido Dorkstein, dem Riesen, verabschiedet und zusammen mit einem der Karakil, die jetzt hier in der Mitte stehen, schwingt sich ebenso hinauf, wie Perdido es getan hat, und erhebt sich dann in die Lüfte. Möchtest du dort oben irgendetwas tun? Möchtest du eingreifen? Möchtest du einfach auf das Zeichen warten? Ja, wie sieht's bei dir aus? Da mir nichts anderes gesagt wurde, immer noch abwarten, aber wenn die da irgendwo hinfliegen, versuche ich natürlich nicht zu verstecken, was man nicht sieht. Gut. Dann gebe ich das Ganze in eure Hand. Die anderen beiden dürfen jetzt erstmal ein Loch buddeln. Ihr, Brindigian und Yalan, sitzen drin. Ihr müsst natürlich nicht weiter essen, könnt euch aber auch zusammenreißen, müsst dann nicht kotzen oder brechen. Die anderen haben auch das Essen eingestellt. Also der ein oder andere ist vielleicht nochmal rausgegangen. Jetzt Hock, der hatte sich vorher schon eingepisst. Der wird dann auch abkommandiert zum Loch buddeln. Ja, und die anderen sitzen jetzt irgendwie mit flauem Magen neben euch und die Blicke richten sich zu euch. Was machen wir jetzt? Wenn Brindigian sonst nichts sagt, greife ich mir 4 Mann, ihn eingeschlossen, also einfach die Reihe runter, Podro, Dynar und Geron. So, ihr faulen Hunde, auf die Beine, kann noch was tun, Feuergeld. Solange der Tag noch lang ist. Ja, wir sind den ganzen Tag marschiert. Ja, richtig. Jetzt kannst du auch noch ein bisschen marschieren. Die paar Meter kommt's nicht an. Ah, meinetwegen. Was sollen wir denn tun? Wie war die Uhrzeit noch gleich? Also ihr seid bis 15 Uhr seid ihr marschiert, dann gab's irgendwie 10 Minuten Kampf, dann die Ankunft, also es ist jetzt ungefähr 16, 16.30 Uhr, ja, okay, kurz vor Sonnenuntergang, kurz vorm Regen. Gut. Du schaff mir erstmal den Glimmerdick hier hoch. Freundlich. Und die anderen 3 mit mir. Und dann schleife ich sie zu unserem Wagen. Ja, selbstverständlich wird Potro dann dahin gehen. Potro geht zu Glimmerdick. Wo ist denn Glimmerdick? Meinte eigentlich Brindigian. Achso, Brindigian. Ja, okay, dann. Wo ist denn Glimmerdick? Ach, weiß da ich oben, nicht, okay. Deswegen sollst du ihn ja suchen. So, ja, Azariel Scharlachkraut geht ab. Verlässt die Bühne. Richtig. Hat vermutlich das Endurium mitgenommen. Nee, habt ihr nicht gesehen. Einfach nur Karakiel und sie alleine. Während sie dann in die Lüfte stieg, verschwanden auch ihre Hashtag-Team, die braucht sie dann nicht mehr. Und ja, also nach Endurium oder nach irgendwas mit Kisten sah das nicht aus. Ja, Brindigian stiefelt über den Platz und erreicht dann Osko Glimmerdick, der sich dort mit Perdido Dorkstein unterhält. Bruder... Die drehen sich beide um. Beide ziehen die Augenbrauen hoch. Und Osko antwortet: Was? Mein Feldwebel schickt mich. Feldwebel Yalan, der will mit dir sprechen. Dann soll er herkommen. Okay, ich sag's ihm. Verzeihung. Wie von dann? Du kannst doch einmal hören, wie Osko dann mit Perdido spricht. Den Brief haben wir geschrieben, jetzt muss er nur noch abgeliefert werden. Bote dann nach Jorgulmak. Wenn Yalan sieht, wie Brindigian da abgefertigt wird, macht er sich schon die ersten Schritte auf den Weg in seine Richtung. Nickt ihm vorbeigehend zu und geht weiter zu den beiden anderen, um sie nochmal zu stören. Wenn Havax von dem Verrat erfährt, wird er toben. Ja, Osko dreht sich automatisch um. Du siehst, wie seine Hand langsam in Richtung seines Schwertgriffs wandert. Sagen wir auch nochmal auf die Brust. Bei dem faulen Pack gesagt, sie können den Wagen ruhig mal wegschieben. Wo soll der hin? Zu dem anderen hier? Ja. Und das machst du jetzt selber. Ohne Muli. Ohne Sklaven. Lass mir das Zähneknirschen nicht anmerken. Schlagen wir dann nochmal auf die Brust. Jawohl, Bruder. Geh weg. Dann die eiskalte Stimme in deinem Rücken, sie erinnert dich furchtbar an die Begegnung mit Belharion.
passe mir nochmal unwillkürlich an die Stelle, an der sich damals die Metallsplitter in mein Gesicht gebohrt haben. Ja, die immer noch in deiner Wange stecken. Ja, das muss ja keiner so genau wissen. Wie sieht's denn bei euch jetzt mit schlechten Eigenschaften aus? Unter anderem Arroganz oder Jähzorn, Gerechtigkeitswahn. So das ganze Programm können wir jetzt mal durchgehen. Ob da irgendwas ist jetzt, was euch vielleicht in eine Bredouille bringen könnte. Ich hätte Arroganz im Angebot. Oder Rachsucht. Ich habe auf alle schlechten Eigenschaften gewürfelt. Haben wir noch den temporären Jähzorn? Nee, den habt ihr mittlerweile abgebaut, weil ihr habt dann im Lager von Zeltach gut genächtigt. Habt ihr natürlich auch wieder aufgebaut, aber dann im Lager von der Mugijima-Rassner, das passt. 50-50, hier kommt's. Bitte. Wie sieht's bei den anderen aus? Ein bisschen Arroganz hätte ich auch. Aber impulsiv ist halt nicht mit einem Wert versehen. Nee, impulsiv ist dann eher, Plan A muss funktionieren und ich habe keinen Bock auf Plan B. Okay. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nicht bestätigt, aber... Gut, ja, Jalan hätte doch vielleicht jetzt gerade arrogant reagieren müssen, wo er die 10 zusammengerührt hat, oder nicht? Oder vielleicht im Nachhinein? Das klären wir jetzt nochmal. Auf alle Fälle kannst du dann abgehen und vielleicht sollte man ihn nochmal zurechtweisen oder sowas. Oder es irgendwie anders äußern. Ich bin einfach mal spitzfindig. Er hat gesagt ohne Sklaven, er hat nicht gesagt ohne Kamutgarde. Jo. Ja, ihr drei, los, anpacken! Sag ich zu meinen, ja, zu unseren Söldnern. Sind ja keine Sklaven. Ja, das ist richtig. Leute. Passt. Und los! Ja, von den anderen Kamutgardisten kannst du jetzt auch hören, halt deine Schnauze, mach das leise! Ihr könnt auf alle Fälle dann den Wagen in die richtige Richtung bringen und dann neben dem anderen anordnen. Das Loch wird weiter gebuddelt und so seid ihr ziemlich beschäftigt. Ja, die Zeit schreitet voran, was wollt ihr tun? Brendishian hatte ich nach der Aktion mit dem Glimmerdigma direkt zu den anderen Karmakadisten gestellt, wo vorher noch die Affen gekämpft haben. Ja, kommt er erstmal an. Oh, verdammt, schon vorbei. Habt ihr noch einen Affen? Nee, wir müssen mal wieder jagen gehen. Gestern hatten wir sogar noch ein paar da hier, aber der geht ja richtig schnell hops. Vor 2 Wochen hatten wir sogar noch eine Kampfarena, genau hier unten. Haben wir aber wieder zugeschüttet und da haben wir dann auch Sklaven gegeneinander kämpfen lassen. Warum habt ihr die zugeschüttet? Ist doch stinklangweilig hier. Ja, da sind die Knochen dran. Ach so. Aber sag mal was anderes. Wo habt ihr dieses Zaubereisen? Zaubereisen? Wie? Na klar. Wie wirst du eigentlich von Tuzak hierher geschickt? Meinst Endurium? Ja, wie auch immer. Ich weiß noch nicht, wie das heißt. Kann ich das mal sehen? Wir haben ein bisschen was abgebaut, aber kannst du auch nach unten zu den anderen Sklaven. Da wird das eben direkt aus dem Berg geklopft. Ist auch ein bisschen Gold dabei, aber... Würfel mal eine Überredenprobe. Ist erschwert um 5. Also wie die dir hochkommen, will ich es lieber hier oben sehen. Ich mag meine Haare. Ja, das geschlagene Endurium, was wir haben, ist in der blauen Kiste hier. Ist halt noch nicht. Ist halt noch nicht zugenagelt, kannst du reingucken. Aber nimm da nichts raus, sonst wird dir dann nicht nur deine Finger abgeschlagen, sondern wirst du ganz gespalten. Nee, ich will ja nur wissen, warum ich hier wochenlang durch diesen elenden Dschungel laufen muss. Wenn du wüsstest. Das ist richtig viel wert. Ja, das glaube ich. Ja, guck ich mal in die Kiste. Die Kiste ist ziemlich groß. Und an der Kiste. Also, ja, nee, ja. Okay. Achso, ja, warte, du hast dann da den Wagen abgegeben und kannst dann jetzt, also während das Gespräch stattgefunden hast, kannst du den hingeschleppt haben und dann kannst du auch meinetwegen dann zu Prodigian hingehen.
Ja, ich wollte mich halt mit den Jungs an die Kiste setzen und ein Kartenspiel anfangen oder wenn keiner Karten hat, Käsekästchen im Dreck oder so. Halt, dass wir da schön an der Kiste sitzen und rumlungern. Ja, wenn sich der Erste hinsetzt, ob du das bist oder irgendeiner der anderen, ist quasi egal, aber sofort gibt es dann den Ruf von Osko. Wenn ihr euch hinsetzt, dann könnt ihr euch auch in die Mine unten hinsetzen. Ich Ja, will scheiße, dann halt nicht. euren Arsch nicht auf dem Boden sehen. Bleiben wir stehen. Oh, da keine Befehle kommen, bleiben wir auch stehen. Ja, Pretigian, möchtest du das offen machen? Also einfach so an die Kiste rantreten, oder? Der Kammergelüster hat gesagt, nur nicht anfassen. Dann mache ich das relativ offen. Dann gehe ich da hin und gucke da mal kurz rein. Gut, dann kannst du den Deckel anheben, kannst darin sehen, wie da mehrere Brocken drin liegen. Das ist nicht ja, ziemlich klein, sondern einige Brocken sind wohl auch ziemlich schwer, so 3 oder 4 Kilo. Also du hast sie jetzt nicht angefasst, aber kannst das nicht abschätzen, aber so ungefähr in der Größe sind die dann zusammengeschmolzen, sodass man da keine wenigen Steinbrückchen hat, sondern die sehen aus, als ob die irgendjemand ja, zusammengeschmolzen hat. In sowas wie einer Esse oder sowas, aber sehr unnatürlich, sehr chaotisch zusammengeschmolzen. Ganz komisch. Also ein riesiger Klumpen, ja? Mehrere große Klumpen, ja. Okay. Ja, dann mache ich wieder zu. Ja, er hat aus, haut mit der Spitzhacke in den Boden und er wechselt sich so mit Rodrigo bzw. Aurelio mal ab. Haut in den Boden, Aurelio schaufelt die gelockerte Erde weg. Mann, ey, das ist nicht gerecht. Ja, alles scheiße. Aurelio lässt sich aber die Schaufel nicht aus der Hand nehmen. Er sagt, er hat gesagt, ich soll das schaufeln, also mache ich das jetzt auch. Das wird bestimmt zu Scheiße führen, wenn ich jetzt da nicht tue, was der will. Ich glaube, die drehen total am Rad oder so. Ich meine ja auch gar nicht das hier. Es liegt einmal zwischen uns beiden hin und her. Nein. Und er wedelt mit dem Kopf zur Seite, wo die Sklaven noch darauf warten, die Knochen in das Loch schütten zu können. Das meine ich. Das ist nicht gerecht. Meinst du, Also, kann er nicht irgendwas was machen? ist denn nicht gerecht? Ich verstehe gerade das Ganze nicht. Ich bin da Besser ist bestimmt das hier nicht, passiert. oder? Was denn? Ich meine, dass auch hier draußen so ein Leben muss man doch irgendwie verbessern können, die Situation. Von oben lehnt sich einer der Kamordgardisten über die Brüstung, so wie es eben schon gemacht worden ist, oder vor einer halben Stunde ungefähr. Ey, weiter nach Süden, weiter ran an die Palisade. Ihr schaufelt den Scheiß jetzt wieder zu und grabt das Loch neu, und zwar hier. Scheiße, Mann, komm runter und sag mir das nochmal. Er schaut dich an, nimmt seinen Helm ab, geht nach unten, steigt die Leiter nach unten, kommt auf dich zu. Schritt auf ihn zu. Wurde hier schon mal was vergraben oder ist es egal, wo wir das Loch graben? Er zieht seinen Nachtwind, zeigt damit auf dich, Ephadaios. Halt dein Maul. Was hast du zu mir gesagt, Obergefreiter? Ich meinte, wurde Was das hast du Loch zu mir gegraben oder verdammt nicht? nochmal gesagt? Oder ich bin Reiß davon dich mit am Seilen Riemen. umrieben. Du bist hier Ja, neu. neu. Und wenn Ja, wenn du nicht du. weißt, wie der Hase läuft, dann kannst du meinetwegen auch draußen vor der Palisade schlafen. Lass dich Lass dich einrichten. einrichten. Alles klar. Scheiße hier. Zuschütten, Schmeiß die Schaufel Neubuddel. hin, geht zum Loch, tritt das Loch so ein bisschen zu, den hochgeschaufelten Teil, geht danach wieder wütend zu seiner scheiß Schaufel und hebt die scheiß Schaufel auf. Ja, ich bin ja dabei. Er deutet mit seinem Nachtwind auf die Schaufel. Nein. Du gräbst mit den Händen. Ich grab mit den Händen. Du gräbst mit den Händen. In den Staub. Ich schau mal auf sein Rangabzeichen, was er hat. Ja, er ist irgendwie Unteroffizier, also einfach nur Unteroffizier, kein Stufz oder mit Bord P oder sowas, einfach nur Unteroffizier. Das ist ja eigentlich ein ziemlich armes Würstchen. Vielleicht ist das so ein abgebrochener Lagerist oder so, aber ja, wenn der jetzt irgendwann meint, er hat die Hosen an,
Ja, das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter. Spuckt noch einmal vor ihm auf den Boden. Und geht dann aber trotzdem zu dem Loch hin und will das mit den Händen zuschaufeln. Ja, der nickt gehässig und geht dann wieder nach oben. Über der Ausfluss hat man zu einem der Sklaven. Da ist aber scheiße drauf. Ganz was ihr sagt, mein Herr. Ganz was ihr sagt. Wurde hier schon mal ein Loch gegraben? Also sollen wir hier vorne graben? Oder ist es eigentlich scheißegal? Das weiß ich nicht, mein Herr. Alles klar. Hock stellt sich dann irgendwie zu dir. Meinst du, wir dürfen so mit denen reden? Also das flüstert er so, dass nur ich das höre? Ja, oder Rodrigo, der kann das auch mitbekommen. Okay, also dass wir drei das hören. Ja, also auf alle Fälle, die Kamut-Gardisten oben auf dem Turm hören es nicht mehr. Nun, solange hier keiner mitbekommt, oder von denen keiner weiß, also von den Sklaven, wer wir genau sind. Aber ich möchte den armen Würmern hier wenigstens eine Chance verschaffen. Die arbeiten sich hier doch alle zu Tode. Schau sie doch an. Die Haare fallen ihnen aus und... Alter, die Hautfarbe, das... Keine Ahnung, wie lange die es noch machen. Hast du gesehen, die haben einige haben sogar Blasen auf der Haut. Da ist irgendwie Eiter drunter oder so. Du Scheiße. Ja, da müssen wir irgendwas machen. Reden wir nachher drüber. Gut. Ich glaube mal weiter. Schau mal zum Rangabzeichen von der Rüstung von Hock. Auch irgendwie ein Obergefreiter, also nichts Großartiges. Obergefreiter, nehmt ihr die Schaufel. Schaut noch mal kurz zu Aurelio rüber, der ja eigentlich Leutnant ist. Jawohl. Er hockt da auf seinen Knien und schiebt das scheiß Loch wieder zu und flucht noch ein bisschen vor sich hin. Na, verfluchte Scheiße, Alter, warum kann ich meinen Maul wieder nicht halten? Und schiebt das Loch zu. Vielleicht ein wenig echt verärgert, vielleicht aber auch ein wenig gespielt. Nicht ganz so einfach zu sagen. Gut. Ja, oben wieder im Norden. Radijan, Jalan. Hat Radijan schon reingeschaut? Ja, gerade eben. Und niemand hat ihn angeschnauzt? Perdido kommt gerade auf euch zu. Dann schnauze ich ihn mal an. Ey, was soll denn das? Kannst doch nicht einfach hier dran gehen. Ey, der da hinten sagt, ich darf. Ja, und wenn der sagt, spring in den Abgrund da vorne, springst du da rein, oder was? Natürlich nicht. Hinter dir die donnernde Stimme. Feldwebel, habt eure Männer unter Kontrolle. Was hat er für einen Rang? Er hat keinen. Er ist Perdido Dorkstein. Auf jeden Fall schlage ich mir nochmal vor die Brust. Jawohl! Und sammle meine Männer auf. Ich schnauze dann Brindigian und die sollen einfach mal an. So! Seht mal zu, dass euch ein bisschen nützlich macht. Erstmal mir nach. Jawohl. Jalan, du kannst mal eine Geschichtswissenprobe machen. Oh, Geschichtswissen. Sekunde. Ist erleichtert um 3, weil du Tobria bist. Hier hab ich's. Ich hasse mir sogar ein Schwert, was falsch war. Aber ja, geschafft. Dir ist Perdido Dorkstein natürlich ein Begriff. Der Mann hat den Tobrischen Feldzug, die Invasion der Verdammten, nicht geplant, aber er hat sie mit durchgesetzt und hat dann seine Legionen mit an die Valdusianischen Weiden gebracht. Er hat für Borberat gestritten und ist mitunter daran schuld, dass Tobrian jetzt so aussieht, wie es aussieht. Hat früher bei den Kusliker Seesöldnern irgendwie gekämpft und ist, wie gesagt, dann sehr, sehr früh zu Borberat übergelaufen. War also von vornherein mit dabei. Niemand weiß genau, warum es so war, aber ja, der war mit der Anlandung der borberadianischen Invasion seit Mendena mit dabei. Und dass er jetzt in Hafaks Diensten steht und das Endurium-Korps anführt, ist kein Wunder.